So, was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich mir zwei Sachen bestellt, denn ich wollte meine Kamera als Webcam nutzen, da die Qualität halt einfach viel, viel besser ist. Generell, das, was ich gekauft habe, ist auch zum Streamen. Aber ich müsste jetzt einfach nur für die Kamera nutzen, dass ich die als Webcam benutzen kann. Und dazu braucht ihr einfach so einen Adapter. Ich habe jetzt mir den Elgato Cam Link bestellt. Da gibt es auch noch einen anderen. Gerade wenn ihr im Bereich Gaming aufnimmt, gibt es diesen dickeren. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist, glaube ich, auch von Elgato. Auf jeden Fall habe ich diesen Stick genommen. Der sieht ja aus wie so ein USB-Stick. Ja, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auf jeden Fall habe ich es bei Mediamarkt bestellt. Die hatten das nicht auf Lager. Hier ist die Rechnung. 130 Euro. Ja, und was soll ich noch dazu sagen? Also dazu braucht ihr dann noch ein HDMI-Kabel, was ihr von der Cam in den Stick rein tut. Das Kabel habe ich mir dann auch gegönnt. Nochmal 30 oder 40 Euro, warte. 30 Euro. Naja, was soll man machen? Auf jeden Fall kann ich dann meine Cam als Webcam benutzen. Das ist viel besser, weil bis jetzt habe ich hier die normale Webcam, aber die ist halt nicht so gut, ganz einfach. Naja, machen wir das mal kurz auf. Wie gesagt, 130 Euro. Das ist so ein verfickter Stick, das ist schon krank. Naja, so ein scheiß Adapter. Also, so sieht das Ganze da drin aus. Der ein oder andere hat es wahrscheinlich schon. Ja, Cam Link 4K. Da steht nochmal eine Anleitung drin, also wie ihr es verbindet. Und dass ihr die Elgato Software downloaden sollt, beziehungsweise wo. Dann habt ihr hier das Kabel. Ich muss immer schauen, dass Cam scharf macht. Der Fokus ist der Burner. Naja, also das ist der Stick. So, jetzt. Meine Güte. Also das hier ist der Stick. Okay. Hier steckt ihr dann das HDMI-Kabel ein. Und hier ist dieser USB-Anschluss. Warum auch immer gibt es dafür einen Adapter. Wahrscheinlich als Verlängerung, keine Ahnung. Ich mache das Ganze mal kurz auseinander hier. Also hier steckt ihr den Stick ein, okay. So. Das hier kommt den PC. Hier ist der Stick. Und da müsst ihr dann das HDMI-Kabel einstecken und eure Cam mit dem HDMI-Kabel verbinden. Ich habe jetzt... ich habe 3 Meter gekauft. Ja, okay, ich habe 3 Meter gekauft. Ich glaube, da gab es noch ein 1,5 Meter Kabel und 1,8 Meter. 1,8 Meter hätte auch gereicht. Aber wegen 5 Euro habe ich dann einfach das 3 Meter Kabel genommen. Scheiß drauf. Kann ich eventuell auch noch tauschen. Weil mein Monitor hat, glaube ich, ein kürzeres Kabel. Oder habe ich da auch 3 gekauft? Ich bin mir gar nicht sicher. Naja, auf jeden Fall. Ein HDMI-Kabel kommt in die Cam, das andere kommt hier in den Stick, okay. Dann ladet ihr die Software runter und dann kann es auch schon losgehen. Wie gesagt, insgesamt 160 Euro habe ich dafür gezahlt. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.